Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum Wortwechsel Nummer 8. Wir haben euch angekündigt, dass dabei wird sein der Lukas Reimann und der Werner Gartemann und meine Wenigkeit. Wir sind jetzt Nummer 2 und hoffen, dass sich der Lukas Reimann noch beiklickt. Werner Gartemann, den ihr seht, mit dem roten Schweizer Kreuz auf dem Schiele rechts, er ist der Geschäftsführer von der AUNS. Er ist in seinem Büro in Lauterbrunnen, gell Werner? Ja, richtig. Und hast auch einmal mehr wieder müssen die Winterjacke vornehmen, oder? Gut. Hast du schon fast im Keller versorgt gehabt? Nein, das haben wir nicht so schnell gemacht. Guten Abend. Nein, es ist grusig, es ist auch noch kalt. Also, zwar die Tulpen kommen überall führen, aber es ist noch nicht gerade so gemütlich. Und für auf der Terrasse zu hocken, Beiz, ist jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig angenehm. Scheinbar kommt ja jetzt morgen am Mami und am Samstag und am Sonntag wird es so richtig, richtig warm. Ich freue mich für die Tag in der Schweiz. Ich freue mich wirklich. Das ist so. Jetzt stimmt es gerade mal am Wochenende. Ja, hoffentlich. Ja. Ich bin der Tom Meier, ich arbeite für Downs in der Online-Kommunikation. Ich bin in meinem Büro in Belp. Ihr könnt wie immer im Wortwechsel Fragen, Beobachtungen, Bemerkungen reinmailen. Wir versuchen auch jetzt während dem Wortwechsel, dass wir das anschauen, vielleicht lesen, in die Diskussion reinbringen. Das E-Mail ist wortwechsel@auns.ch. wortwechsel@auns.ch. Gestern, ich glaube, etwas gestern war im Bundeshaus Sondersession. Muss der Lukas noch fragen, wenn er kommt, warum Sonder? Also, wenn macht man eine Sondersession, Werner? Wann macht man das eigentlich? Das ist schon der Herr Nationalrat Frage. Ich gehe davon aus, wenn Sie entweder zu viel Geschäft haben, was Sie in den normalen Sessionen nicht umbringen, oder es sind spezielle Themen, die man müsste, besonders abhandeln. Wobei, wenn ich die Traktandenliste von diesen 3 Tagen angeschaut habe, ist mir nichts sehr Besonderes vorgekommen. Vielleicht sind Sie einfach überlastet, ich weiß es nicht. Mhm. Dann müsstest du Lukas fragen, er kommt ja noch rein. Ja, fragen wir noch. Ein Element hat es da in der Liste, wo man da alle anschauen kann. Obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter. Da wäre es um eine Änderung gegangen vom Artikel 140 der Bundesverfassung. Und das erinnert mich doch irgendwie jetzt 2012. Staatsverträge vor das Volk. Die AUNS hat dann das Thema in der ganzen Schweiz eigentlich vorgelegt und 3/4 der Schweizer haben gemeint, nein, Staatsverträge nicht vor das Volk. Jetzt ist es in dem Fall im Parlament, das ist nicht ganz gleich und gleich ist es das Gleiche, oder? Wie genau, Werner? Also die Stossrichtung ist schon die gleiche. Oder unser Anliegen dann mit der sogenannten Staatsvertragsinitiative war ja, dass wir wichtige Staatsverträge, wichtige Abkommen, internationale Abkommen zwingend vor das Volk und vor die Kantone bringen. Beim obligatorischen Referendum müssen ja die Kantone noch zustimmen. Das ist der Unterschied zum fakultativen Referendum. Und unser Grund ist, dass wir dann schon gemerkt haben, wir nehmen mit der Internationalisierung vom Recht, übernehmen wir immer mehr ausländische internationale Normen, die auf der Verfassungsebene bei uns wirken. Und wir sind einfach der Meinung, das ist zu wenig legitimiert, die ganze Sache. Und darum haben wir dann das Staatsvertragsreferendum, vor allem als obligatorisches Staatsvertragsreferendum. Das heisst, Verträge, die Verfassungscharakter haben, die Verfassung berühren, dass die zwingend dem Volk und den Kantonen zur Abstimmung bringen. Wir haben dann verloren, es war ein grosser Abstimmungskampf gegen uns, es war eine Amtsinitiative, das kann sowieso nicht gut sein. Wir haben das als lächerlich gezogen. Die Schweizer müssen dann zwingend über Fischereiabkommen abstimmen. Und wir haben dann noch gesagt, das werde der Glaubwürdigkeit der Schweiz schaden, wenn jeder Staatsvertrag fürs Volk muss, bla bla bla. Interessanterweise hat der Bundesrat den Ball aufgenommen und interessanterweise auch der Ständerat jetzt und hat tatsächlich wollen, das obligatorische Staatsvertragsreferendum wollen,
ausnutzen. Also man hat ganz klar gesagt, wenn Konventionen oder internationale Staatsverträge die Verfassung berühren, dann müssen wir sie zwingend, obligatorisch, aber wie gesagt, dem Stimmbürger, der Stimmbürgerin und den Kantonen vorlegen. Und diese Woche hat ja tatsächlich am Dienstag der Nationalrat, und nach der Verfassung ist der Nationalrat die Vertretung des Volkes, für uns hat Nein gesagt dazu. Das ist schon noch so ein bisschen ein Anachronismus, dass ausgerechnet die Kammer, die das Volk vertritt, Nein gesagt hat zu dieser Ausweitung von dem Staatsvertragsreferendum. Es wäre eine Stärkung für die Demokratie. Es wäre ein Ausbau gewesen für die Demokratie und hat dem ganzen internationalen Zeug natürlich auch gewisse Legitimation gegeben. Man hätte sagen, Stimmvolk, Schweizerinnen und Schweizer und Kantone können darüber abstimmen. Also mir ist es unerklärlich, warum der Nationalrat da nicht gesagt hat. Die Argumente sind schon im Raum gestanden. Wir haben gesagt, ja, das können der Nationalrat immer noch freiwillig am Volk vorlegen, wie beim EWR dann zumal. Und vor allem die Linke hat die Angst gehabt, wenn man dann müsste so über Menschenrechtssachen das dem Volk vorlegen und den Kantons das Loch abgehen. Also eine fadenscheinige Argumentation. Es geht jetzt zurück an den Ständerat. Ich hoffe, dass der Ständerat standhaft bleibt. Vielleicht kann man da noch etwas reden. Was sind die Hauptargumente gewesen für das Nein? Also wer hat letztlich oben ausgeschwungen? Das war Mitte links und die FDP, die gesagt hat, ja, schau, das ist nicht nötig. Also es ist tatsächlich, das Parlament kann natürlich heute von sich aus gewisse sättige Verträge am obligatorischen Referendum unterstellen. Das aktuellste Beispiel ist der Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum, wo wir die Abstimmung 1992 hatten. Oder beim obligatorischen Referendum muss man keine Unterschriften sammeln, es muss zwingend dem Volk vorgelegt werden. Und eben der grosse Unterschied zum fakultativen Referendum ist, dass eben auch Kantone, man braucht auch nicht das Parlament kann natürlich heute von sich aus gewisse sättige Verträge. Sind wir noch da? Ja. Sorry, ihr schnell. Linke Leute haben im Parlament gesagt, ja, es kann ja nicht sein, dass nicht auch Kantone und das Volk da. Wenn es eben so um Grundrechtssachen geht, wie Menschenrechtssachen. Oder da Leute bei mir natürlich schon der UNO-Migrationspakt im Hintergrund, dass man Sättigungszeug nachher zwingend dem Volk vorlegt. Ich habe Angst, dass der Schweizer, die Schweizerin irgendwie dermaßen unmenschlich könnte entscheiden. Und das für mich sind das so ideologische Traumata, die da umgehen. Ich finde es schade. Also ich bin immer erstaunt, dass gerade die Linke immer so gegen, die auch immer für Basisdemokratie schreien, dass die jetzt Nein gesagt haben. Wenn man ein bisschen Zeitungsartikel gelesen hat, auch ein bisschen Kommentare auch im Vorfeld und so zu genau der Vorlage, die sie im Parlament haben beachtet, habe ich manchmal das Gefühl, also das grosse Bild ist schwierig zu sehen, weil man irgendwie den Wald nicht mehr sieht als lauter Bäume. Also ich bin schon, Da muss man sich schon wundern, wie fest unser Nationalrat, wie fest unsere Parlamentarier das grosse Bild sehen. Aber eben, das grosse Bild. Ja, wir sagen immer, die direkte Demokratie kommt an die Grenzen, weil wir normale Bürger, die normale Bürgerin nicht mehr draus kommt. Oder? Aber ich frage mich manchmal, also, wenn wir es logisch weiterspinnen müssten, wenn die Logik gut stimmen müsste, im Parlament alles über Menschen haben. Oder wenn wir die normalen Leute nicht nachkommen. Und das ist natürlich überhaupt nicht so, dass sie ja Volksvertreter habe ich gemeint. Und das sind genau so wie wir. Aber du siehst es richtig, Tom. Ich frage mich manchmal schon, was für Interesse in diesem Parlament vorherrscht. Oder? Mhm. Aber dass die Geschäfte besser wird. Also ich würde es noch aufnehmen. Wollen wir mal zu einem von den Puzzleteilen von unserem Rahmenvertrag kommen: Unionsbürgerrichtlinie. Da haben wir, das ist eines der Elemente, wo sich die Schweiz mit der EU streitet. Und unser Bundesrat war ja in Brüssel und ich sage jetzt mal, das Zweierteam, Loi und Parmelin, haben einen guten Job gemacht. Irgendwie, sie haben eigentlich der EU auch nach Jahren
mal klar gesagt, wo die Schweiz steht. Und die EU tut so, als ob, oder sie ist es vielleicht wirklich, erstaunt und verwirrt. Ich komme nicht ganz daraus, inwiefern der EU eigentlich unsere inländische Politik auch ein bisschen verfolgt, aber item erstaunt und irgendwie ein bisschen verwirrt und so. Hast du die Unionsbürgerrichtlinie Werner mal ganz durchgelesen? Ja, das habe ich gemacht, mehrmals. Es ist nicht so ein riesiges Dokument. Ich empfehle jedem, das mal zu lesen. Wir finden das auf dem Google Internet. Unionsbürgerrichtlinie ist von 2004 ist die durchgegangen in den EU-Gremien. Und das ist eine interessante Sache, oder? Nochmal noch schnell, Tom, du hast jetzt da unseren Bundespräsidenten und so ein bisschen gelobt, da ein bisschen in den Heldenstatus geklopft. Ich sehe das ein bisschen nüchtern. Also der Bundesrat hat natürlich in der letzten Zeit gemerkt, ui, das Rahmenabkommen mit der vorliegenden Vorbringung wir nicht durch die Volksabstimmung. Wir haben einerseits die Gewerkschaften, die Angst haben um die flankierenden Massnahmen zum Schutz des einheimischen Arbeitsmarkts. Auf der anderen Seite sind neue Bewegungen auf der Unternehmerseite entstanden und der Widerstand ist immer breiter geworden, weil die etablierten Parteien, also sei es in der FDP, die Mitte-Partei, es sind doch auch Leute gemolden, die kritisch sind dem Rahmenabkommen. Ich erinnere an die wichtigen Worte vom Altbundesrat Johann Schneider-Ammann. Wir haben gemerkt, wir bringen das nicht durch, darum sind sie jetzt plötzlich standhaft. Also jetzt, dass jetzt da plötzlich der Teil ausgebrochen ist, das wage ich zu bezweifeln, der Bundesrat fährt nicht gerne in der Lage in Abstimmungen. Er hat das aber gut gemacht, er war souverän, nüchtern, unser Bundespräsident, er hat kein Theater machen. Schon mal ein Wohltag war, dass er nicht abgeschmeckt worden ist. Wie in früheren Jahren, auch unsere Bundesrätin auf Brüssel, sie sind selber vom Herrn Juncker noch abgeküsst worden. Das ist schon mal, die Widerlichkeit hat man schon mal nicht müssen ertragen. Es geht tatsächlich um die Unionsbürgerrichtlinie. Oder wir haben ein Grundsatzproblem. Wir Schweizer haben, oder die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer hat Ja gesehen zu der EU-Personenfreizügigkeit in der Annahme, dass wir einen freien Verkehr von den Arbeitnehmenden wollen. Und wir lassen den Verkehr der Arbeitnehmenden zu, schützen aber den einheimischen Arbeitsmarkt mit flankierenden Massnahmen. Die EU sagt, Personenfreizügigkeit ist eine der vier Grundfreiheiten für unseren Binnenmarkt. Und sie versteht darunter den Verkehr von allen EU-Bürgern, also von allen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern. Das ist natürlich ein Unterschied. Und wenn man die Unionsbürgerrichtlinie anschaut, entdeckt man nachher so Sachen drin, ich darf das vielleicht schnell zitieren. Also da steht zum Beispiel, die Unionsbürgerschaft sollte der grundsätzliche Status der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten sein. Also das heisst, wenn ein Deutscher auf Frankreich geht, sollte er gleich behandelt werden wie ein Franzose. Und die EU verlangt jetzt natürlich von uns, dass wir eben alle EU-Bürger so behandeln, wie wir die Schweizer behandeln. Ein bisschen hinterdran in der Unionsbürgerrichtlinie steht natürlich auch ganz klar, man darf eigentlich der EU-Bürger, der Unionsbürger nicht diskriminieren in einem anderen Land. Und wenn man das natürlich jetzt weiterspinnt, für uns Schweizer ist das natürlich die Gleichstellung des EU-Bürgers mit dem Schweizer Bürger. Das heisst natürlich nachher auch gleichgestellt gegenüber den Sozialversicherungen. Und auf das spanifelt natürlich die und sagt, ja, ihr müsst unsere Leute genauso behandeln wie ein Schweizer Arbeitslose oder wie ein Schweizer Invalide. Und dann wird es natürlich, von dem haben wir Respekt, weil das wird uns Geld geben. Das wird nachher auch wie ein Magnet sein, dass man die Schweiz reindrückt, weil wir einfach ein gutes, ausgebautes Sozialversicherungsnetz haben. Und das war immer ein Streitpunkt gewesen. Die EU hat das immer verlangt von der Schweiz, die Unionsbürgerrichtlinie übernehmen. Und wir haben gesehen, wir weisen nicht. Und man ist sich ja nicht einig geworden in der Verhandlung ums Rahmenabkommen. Was hat man gemacht? Es ist einfach nie erwähnt. Es ist im Abkommen nie erwähnt, es ist nie in einem Protokoll erwähnt, es ist einfach nie erwähnt. Und wenn sie nie erwähnt ist, heißt das natürlich nicht, dass die EU nicht will. Jetzt sind sie einfach auf die lange Bank geschoben und jetzt merkt man, dass die EU die einfach will. Und der Bundesrat weiss natürlich auch, dass die EU, wenn wir das Rahmenabkommen annehmen, Ja sagen zu dem Rahmenabkommen, dass die EU das rechtlich erzwingen kann, dass die Schweiz die Unionsbürgerrichtlinie übernimmt. Also, das Stichwort ist der EU-Gerichtshof. Die EU wird jetzt vor den EU-Gerichtshof zehren. Und der EU-Gerichtshof muss ja das EU-Recht auslegen und der wird immer im Sinne
der EU-Recht sprechen und dann wird er sagen, jawohl, die Unionsbürgerrichtlinie ist fester, zwingender Bestandteil der EU-Personenfreizügigkeit. Liebe Schweizer, übernehmt sie jetzt, wenn ihr sie nicht übernehmt, kommt der Hammer, da kommen wir Schikanen, Strafzölle bis zur Kündigung vom ganzen Salat. Also die Unionsbürgerrichtlinie ist wirklich, das ist Fleisch am Knopf, also das hat Substanz. Oder? Das wäre irgendwie so ein bisschen zwischen Zielen gefallen, aber der Bundesrat, ist der Bundesrat gesehen, so ein Factsheet rausgelassen. Ja. Und wie hat er das genau gemacht? Also jetzt dort. Ich glaube, er ärgert sich heute noch über das. Also, man kann das nachlesen in unserem Dossier. Und es ist, glaube ich, noch auf der offiziellen Seite vom Bundesrat. Er hat so ein Factsheet rausgelassen zum Rahmenabkommen. Und dort erklärt er in einem Schema, wie die dynamische Rechtsübernahme geht. Also, wir reden ja im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen nicht mehr von der automatischen Übernahme von EU-Recht, sondern von der dynamischen Rechtsübernahme. Ich weiß nicht, ob wir auf das zurückkommen. Aber als Beispiel hat er dort in einem Kästchen oben für EU-Recht, das man müsste übernehmen, ausgerechnet als Beispiel nimmt er die Unionsbürgerrichtlinie. Und das finde ich natürlich herrlich, dass im ganzen Abkommen, in der Protokoll im Anhang steht nie ein Wort von der Unionsbürgerrichtlinie, weil man sich nicht einig ist. Aber in einem Schema, das der Bundesrat herausgegeben hat, was dynamische Rechtsübernahme ist, bringt ausgerechnet die Unionsbürgerrichtlinie als Beispiel. Und nachher wird das Schema anschauen, sieht der Prozess. Also, wie ich vorhin gesagt habe, man wird vor einem Gerichtshof von der EU hergeschleppt und der EU-Gerichtshof sagt, wiederhole mich, die Unionsbürgerrichtlinie ist fester Bestandteil der EU-Personenfreizügigkeit. Liebe Schweizer, das habt ihr einfach zu übernehmen, sonst bekommen wir ein Problem mit uns. Ja, eine Eingabe vom Zuschauer, der bei uns ist, er war auch schon drinnen im Ortwechsel, Jonas Streule aus dem St. Gallischen. Und er schreibt, er hat da eines Morgens wieder die Medien gelesen und es macht Freude, schreibt er, der Jonas Streule. Frankreichs Richter beanspruchen ihre legislative Souveränität. Das gefällt. Und zwar geht es darum, dass der oberst französische Verwaltungsgerichtshof, Le Conseil d'État nennt er sich, hat festgehalten, dass die französische Verfassung über dem EU-Recht und dessen Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof steht. Also, der EUGH, also der Europäische Gerichtshof, hat nicht nur von uns Schweizer also wieder kritisch angeschaut, einmal von den freiheitlichen Schweizer, sondern auch aus Zmitz in der EU drin, oder? Wird er eigentlich kritisiert. Und ja, das wird natürlich viele Juristen sehr ärgern, die gerne supranationales Recht haben und gerne einfach eine grosse Soße möchten haben. Aber es ist interessant. Merci, Jonas, für diesen Hinweis. Ja. Ja, ich sehe natürlich, dass innerhalb der EU das umstritten ist, oder? Aber er muss ein bisschen aufpassen. Frankreich ist Frankreich. Frankreich ist ein grosser Player in der EU. Oder? Die können jetzt schon den Ton angeben und können ein bisschen machen, was sie wollen. Das haben wir schon gesehen bei der Unterstützung von staatlichen Konzernen wie der Air France und so. Also wenn das kleinere Länder machen, weiss nicht, wie man auf den Buckel steigen würde. Ja. Und nochmal, dann kommt es noch aufs Thema drauf an. Also wir reden ja hier von den vier Grundfreiheiten. Und die Personenfreizügigkeit ist eine davon. Dienstleistungs-, Warenverkehr und der Kapitalverkehr sind die anderen Freiheiten vom EU-Binnenmarkt. Und da ist die EU, die hockt auf dem Binnenmarkt ab und das ist die heilige Kuh. Und da ist sie nicht bereit, nationales Recht zu akzeptieren. Das werden auch die Franzosen nicht machen. Aber wo die Franzosen ja jetzt bei der Pandemie und der ganzen Corona-Geschichte auch Grenzkontrolle geführt haben. Also sie haben dort auch Abkehr genommen von Schengen-Regeln. Ja, ja. Das sind Franzosen. Und schau, das ist immer das Problem. Wir Schweizer, wir sind dermassen pflichtbewusst und Musterschüler. Oder? Wir können in der EU gar nicht existieren, weil wir gar nicht den Mut hätten, mal zu sagen, nein, aber wir machen es jetzt auf unsere Geissart, Leute, irgendwo die EU-Richter labrabeln, oder? Das ist, wir sind Musterschüler und setzen jedes Komma so um, wie es im Gesetz steht. Also da vor dem hat die Angst, oder habe ich jetzt schon Angst, oder? Aber ich empfehle wirklich jedem Mal Google, ist das Reklame, wenn man Google sagt, einfach eine Suchmaschine, die mit GA ist am einfachsten.
Und mal die Unionsbürgerrichtlinie geben, das mal zu lesen, vielleicht die ersten 7-8 Seiten, das ist so wie eine Präambel, die die Hauptforderungen von der Unionsbürgerrichtlinie darstellt. Oder? Und es hat dort schon noch happige Sachen drin. Also wenn jemand 5 Jahre im Land sich aufhalten, kommt automatisch ein ewiges Bleiberecht über. Damit darf man nicht mehr ausweisen bei Kriminellen, nur noch bei Kapitalverbrechen vielleicht. Und dann kommt das aktive und passive Wahlrecht über auf kommunaler Ebene. Also es könnte dann sein, dass irgendwie ein Gemeindepräsident wird oder weiss nicht was. Also es hätte schon noch Auswirkungen auf unser Zusammenleben in der Schweiz, wenn wir die Unionsbürgerrichtlinie 1:1 übernehmen. Ja, da auch noch dort unter dem 20 lese ich. Also Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit und wegen dem Verbot der Diskriminierung müssen alle Unionsbürger und ihre Familienangehörigen die gleiche Behandlung wie Inländer genießen. Also ja. heftig. Ja. Kommen wir noch ein bisschen in den Rahmenvertrag, wo ja jetzt, die Leute von Brüssel zurückgeflogen und überall tönt es, ja, er ist tot und er ist begraben. Und, aber scheinbar doch nicht ganz. Wir haben ja auch schon gehört, im Wortwechsel tot gesagt, ihr Leben länger. Und du hast vielleicht ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass er eben doch nicht tot ist, unser Rahmenvertrag. Ich glaube, es gibt jetzt auch da die berühmten Kriegsphilosophen, oder, die sagen, stifte Verwirrung beim Gegner. Oder? Und also das Rahmenabkommen ist überhaupt noch nicht gestorben. Also das bin ich wirklich fest der Meinung, dass das noch nicht gestorben ist. Die Indizien sind für das Trolley auf technischer Ebene weiterverhandelt. Der Bundesrat hat jetzt offenbar eine Lagebeurteilung mit den Kantonen gemacht. Da heisst es auch noch nicht Ende Feuer. Und die Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, muss immer aufpassen, dass sie nicht Sofa-Busti sagen, hat gesagt, sie wollen jetzt noch die EU-Aussenministerin einschalten. Also das ist relativ hoch angesiedelt oben. Und das ist so ein Indizien, dass man wahrscheinlich schon noch probiert, alles in Bewegung zu setzen, um das Rahmenabkommen zu retten. Die Frage ist einfach, macht die EU Konzessionen bei den strittigen Punkten, eben bei der Unionsbürgerrichtlinie oder bei den flankierenden Massnahmen. Das ist die Frage. Aber wenn sie der Schweiz entgegenkommt, dann mache ich mit euch die grösste Wette, werden unsere Verhandler und die Leute zurückkommen von Brüssel und sagen, hurra, wir haben mindestens einen Teil Erfolg erreicht und jetzt sollten wir doch das Rahmenabkommen schlappnehmen, sonst geht die Schweiz unter. Oder bilaterale Wegerodierung, wie es immer so schön heisst, die Drohungen. Also ich würde jetzt noch warten mit dem Verschicken vom Leitzirkular. Ich glaube erst, dass der Rahmenabkommen tot ist, wenn wir beim Apéro von der Grippe anstoßen. Also ich bin pessimistisch. Also nicht nachlassen, Fahnen aufhängen, Leserbrief schreiben, Leserkommentar schreiben. Hast du gerade eine Fahne in der Nähe? Zeig mal. Ja, du überrascht mich gerade. Ja, alle haben. Also, ich könnte immer noch Teller, sieht man über 20 Franken, eine Anita, das ist die mit dem Hopspitz. Sieht man es? Ja, sehr gut. Ja, noch ein bisschen zurück wieder. Ja, super. Hopspitz. Die Leine, die heisst mehr Schweiz, Top-Rahmen, und die kann man bei uns bestellen, 25 Franken inklusive Porto. Und die sind gut bestellt worden. Es hat jetzt auch schon Bilder auf der Homepage oder auf Facebook von Leuten, die sie aufgehängt haben. Das ist ein gutes Mittel. Wisst ihr das genau? Also wenn der Bundesrat jetzt doch noch irgendwie etwas zusammenschnürt und zusammenbastelt, du sagst, wir sind parat mit dem Referendum, oder? Es ist gesetzt. Ja, das kommt jetzt eben darauf an, oder? Jetzt sind wir wieder in der Diskussion vom Staatsvertragsreferendum. Wenn das Parlament zum Schluss kommt, das Rahmenabkommen durch die Verfassung berührt unsere Verfassung, dann wird es ein obligatorisches Referendum geben. Das heisst, erstens keine Unterschriften sammeln und zweitens, es braucht auch noch Stände mehr neben dem Volksmehr. Aber das hat das Parlament entschieden. Das Parlament sagt, ja, nein, so schlimm ist das Rahmenabkommen nicht, das tangiert ja nur gewisse Bereiche. Dann nehme ich an, also sonst wäre es wirklich, das ist für mich eine Kriegserklärung an das Volk. Also wenn man nicht einmal das fakultative Referendum hätte, oder? Dann wäre es ein Bundesbeschluss, fakultatives Referendum, dann müsste man Bundesschriften sammeln.
Da sind wir natürlich parat. Da bin ich überzeugt, dass das Referendum wäre Selbstläufe. Das bringen wir her. Mhm. Aber es ist ein gleicher Kraftakt. Und das Abkommen hat Verfassungscharakter. Also wenn man sieht, was das für Auswirkungen hat auf die Gesetzgebung vom Parlament, auf die direkte Demokratie, sind alle Sachen, die in der Bundesverfassung festgelegt sind, unsere Volksrechte, auf die Gerichtsbarkeit. Dann muss das zwingend vor das Volk kommen. Und, also muss es vor den Kantonen und den Bürgerinnen und Bürgern vorgelegt werden. Mhm. Das fordern wir eigentlich auch. Und wir schauen noch ein anderen Ort der EU. Die Schulden der EU, beziehungsweise die Schuldenunion der EU. Die EU hat ja irgendein Prinzip, alle müssen gleich werden, alle müssen gleich ticken, alle Finanzen müssen einfach vom gleichen Level laufen. Und jetzt haben wir ja so viele Schulden. Jetzt nehmen wir 750 Milliarden Euro für, damit wir zum Beispiel die Corona-Aufwände, die wir jetzt haben, so können stemmen. Und es wird als Schuldunion wird jetzt wie durchgedrückt werden. Was ist aber in Deutschland noch als so kleines Intermezzo passiert? Da mit dem Verwaltungs... Wie heißt das? Bundesverfassungsgericht, ja genau. Ja. Die EU hat ja so einen Aufbaufonds Corona gebildet, 750 Milliarden Euro, enorme Summe. Und das sind eigentlich Schulden, die man macht, weil das Geld ist nicht irgendwo im Tresor von Donald Trump. Also das ist nicht rum. Das Geld muss man auf den Markt aufnehmen und solche Geschichten. Es geht jetzt schon richtig, dass man gemeinsam Schulden macht. Und jetzt ein paar Budgets gegeben, die vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt haben, haben ja Recht bekommen, ist aber nein, Eilanträge und so. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, Deutschland kann der gleich mitmachen. Und nachher verwiesen auf die EU-Verträge, die das vorgesehen in Notsituationen, dass eben die EU solche Sachen kann machen kann, quasi Notrecht, und dass nicht Mitgliedsländer müssen nachziehen. Und die jetzt in deutschen Zeitungen gesehen, die wissen nicht, woher die Milliarden nehmen, die Deutschen. Die werden dort einen happigen Beitrag müssen zahlen müssen. Also das muss man irgendwo, das Geld muss irgendwo herkommen. Oder am Schluss ist es einfach irgendwie im Computer eine Buchung, aber es ist gleich Geld, wo irgendwo Schulden sind, wo unsere Generationen in Europa werden, weiss nicht, wie lange dran kommen. Was interessant ist, was passiert ist, vielleicht können Sie sich erinnern, was Sie daran erinnern, wo der Euro eingeführt worden ist, hat man so Kriterien, sogenannte Konvergenzkriterien aufgestellt, was muss ein Land erfüllen, damit die Einheitswährung Euro übernehmen kann. Und das Kriterium wird sein, dass die öffentliche Schuld, der Schuldenstand darf nicht grösser sein als 60% vom BIP und Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt haben sie natürlich herausgefunden, dass nur noch etwa 7 bis 8 EU-Länder erfüllen das Kriterium. Meistens die im Norden von Europa, oder? Jawohl. Oder Griechenland ist etwa bei 215%, also 60% wäre erlaubt, Italien ist bei über 150%. Und der Haushalts- Kommissar, also der für die Finanzen ist unser Freund und Kupferstecher Johannes Hahn in Österreich. Wir kennen ihn sehr gut in der Schweiz, weil er ja am Anfang mit uns wegen dem Rahmenabkommen zu tun hat. Und er hat gesagt, ja, dann müssen wir schon darüber reden. Eigentlich mache ich ja Regelung keinen Sinn, wenn sie gar nicht mehr eingehalten wird. Oder? Und das ist natürlich jetzt ein riesen Dammbruch, wenn wir zu diesen Konvergenzkriterien, die eigentlich hätte sollen garantieren, dass der Euro eine stabile Währung ist. Dass wir jetzt anfangen, der Zypros hat die Schulden dermassen exorbitant. Jetzt kommt natürlich Corona als Argument. Ja, wegen Corona steigen die Schulden noch mehr. Also jetzt müssen wir die Kriterien aufweichen. Also das ist nicht ganz lustig und das macht auch Angst, dass wir plötzlich anfangen, solche Regelungen aufbrechen. Die EU gibt sich Spielregeln und wenn sie gerade Lust hat, dann tut sie die Spielregeln vergessen. Abändern, ja. Es ist sowieso interessant, wenn wo die EU wo immer mehr Kontrolle hat über alles, wo immer mehr alles ausgleichen will. Man hat gelesen, in Autos soll jetzt ab 2022 oder so einfach in Neuwagen
wird jetzt ein Geschwindigkeitslimit eingebaut und kein einziges Auto neu auf den Markt kommt, wird mehr schneller fahren als, ich weiß nicht wie viel, ich weiß es nicht mehr wie viel, Tempobeschränkung EU-weit. Ja, es ist unglaublich, es ist einfach der Wahn von dem Konstrukt, dass man immer unter dem Deckmantel, wir wollen für unsere Bürger und Bürger da sein, wir wollen, dass die gut haben, werden einfach Regulierungen gemacht, Zeugen und Geschichten. Also unglaublich, es fängt beim Autofahren an, dass man jetzt da quasi auch das Tempo automatisch einbremsen von der Technik. Es gibt noch viele andere Beispiele und leider Gottes sind wir in der Schweiz halt dort, stehen wir dort der EU gar nicht nach. Oder? Also wir werden ja auf dem besten Weg dazu, einfach den Wahn der Bürgerinnen und Bürger in Watten einzupacken, schon ab Geburt, vielleicht schon ab Befruchtung, wenn nicht schon vorher, dass dem Bürger, dem Menschen gar nichts passiert. Also jede Eigenverantwortung nehmen, alles den Staat bestimmen, regulieren und die ganze Corona-Misere gibt es dem natürlich einen ganzen Vorstub. Oder? Da fühlen sich plötzlich Beamte, Verwaltungen, Politiker, Regierungen fühlen sich jetzt da plötzlich ermächtigt, uns zu sagen, wie wir das Leben haben. Und ich sage auch bei diesen Leuten wegen Corona, ist doch gut, dass ihr euch wehrt, aber es kommt noch Fußdicken mit der ganzen Ökologie, mit dem Klimawandelschutzzeug, oder? Wenn man uns vorstellt, dass man Fleisch essen darf, vielleicht noch einen Tag im Monat, wenn überhaupt, wie darf ich mich bewegen, wie darf ich Ferien machen, wann muss ich das Licht ablöschen und so. Also mir graut davor, oder? Mit der französischen Revolution haben wir gemeint, wir haben in Europa so Freiheit, das Individuum gestärkt. Im Moment sieht es aus, dass wir auf diesem Kontinent also wirklich in eine Richtung gehen. Ich möchte ausdrücklich die Schweiz mitnehmen, oder? Dass wir da wirklich auf einem ganz schrägen Weg sind. Jan Barben von Thun hat mir noch ein Mail geschickt. Und er hat so gesagt, ja, eine Volksbefragung machen. Und er hat da gerade 5-6 Fragen hat er gerade hernotiert, was er würde das Schweizer Volk fragen. Einfach direkt, sagt er zum Beispiel, schicken die mir, Herr Bahn. Ja, weiter sofortige Beitrittsverhandlungen mit der EU, ja. Also wirklich der Beitritt von EU. Ja, haben wir auch schon überlegt, ob wir genau. Das machen. Direkt und ehrlich und offen, wenn schon, statt so hinten, oder? Ja. Weiterführung von bilateralen, ja, nein. Ja. Rahmenabkommen wie jetzt, ja, nein. Rahmenabkommen mit roten Linien noch ein bisschen ausarbeiten. Welche rote Linie? Eine Auswahl oder so. Ich tue das dann weiterleiten, Werner, das Mail von Jan Barben. Ja. Also wir haben ja schon überlegt, komm, wir gerade ausgerechnet von der Ansicht sollen, wir lancieren eine Initiative, wir sind für EU-Beitrittsverhandlungen. Dass einfach wirklich mal auf den Tisch käme, was das heisst. Weil uns glaubt man es ja offenbar nicht. Aber, und alles, was wir vor 10, 15 Jahren schon beim EWR gesagt haben, bewahrheitet es einfach. Man kann es belegen, oder? Ich sehe es jetzt beim Euro mit dieser Aufweichung der Kriterien. Und dann müssen wir einfach mal dem Volk in der Schweiz sagen, lasst, die Mehrwertsteuer geht auf, wir müssen Währungsreserven abgeben, die Nationalbank wird die Filiale von der Europäischen Zentralbank, das Gerichtspaket von Lausanne geht zum Gerichtshof von der Europäischen Union. Wir haben vielleicht zwischen, glaube ich, etwa 16 EU-Parlamentarier bei diesen 700 und die müssen ja dann im Sinne von der EU entscheiden. Man hat immer das Gefühl, wenn wir Schweizer da dabei sind, im Gerichtshof, im Parlament, in der Kommission, die dürfen unsere Interessen vertreten, können sie ja gar nicht. Das ist ja logisch, die haben nachher im Kopf das grosse Gebilde Europa, das die EU probiert zu verwirklichen. Also, vielleicht müssen wir es wirklich mal überlegen, dass uns provozieren, dass wir endlich mal zur Ruhe kommen. Weil offenbar, wo die Mehrheit für unsere Regierung, vom Parlament und von der Verwaltung einfach nicht abkommen von dem Weg Richtung EU. Das ist das Hauptproblem. Das ist, ich verstehe die EU-Kommission, wenn sie sagt, sagt doch mal, was ihr wollt. Wir kommen gar nicht raus, was ihr wollt. Zuerst wird das Rahmenabkommen, dann verhandeln wir 7 Jahre, dann kommen wir auf, dann plötzlich wird es nicht mehr. Aber es liegt schon an uns, mal zu sagen, was wir eigentlich wollen. Also wir vor allem zu wissen, was wir wollen. Oder? Aber sie leben noch nicht die Bundesratspartei. Aber eine gute Idee. Das ist genau, das ist so. Das ist wirklich eine formale Geschichte auf einmal, dass die beiden Seiten voneinander nicht wissen, was sie genau wollen. Die Leute nicht um ein heißes Brei herumreden, sagen es doch mal klar, oder? Und dann stelle ich aber auch fest, und das ist noch mein letzter Punkt heute, NZZ, ein Gastkommentar von mehreren Politikern aus Baden-Württemberg, aus dem Süddeutschen. Ja. Und dort, also ohne jetzt da genau in die Worte hineinzugehen, dort hat es mir so gedacht, warum verstehen wir uns irgendwie nicht
vom Inhalt, vom Gehalt. Es ist nur der Rhein dazwischen, oder? Zwischen Schönargau, Basel und so. Und wir verstehen es einfach nicht. Sie schreiben da, die Politiker da von Baden-Württemberg, die schreiben, die Annahme des Rahmenabkommens bedroht die Souveränität der Schweiz, dabei nicht stärker als dessen Ablehnung. Im Gegenteil. Und dann kommen sie aber wieder mit dem Argument, ja, wenn wir den Vertrag haben, dann hat die Schweiz die Möglichkeit, sich im Streitfall gegen mögliche Maßnahmen in der EU mittels geordneter Verfahren zu wehren und so weiter. Aber die Annahme des Rahmenabkommens bedroht die Souveränität der Schweiz nicht. Und da denkt es mich nie, was sagen die da? Wie denken denn die eigentlich? Also, kannst du dir das erklären? Das ja, ich wäre da nicht zu hart im Verurteilen. Oder? Ich meine, die Deutschen haben sowieso ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Volk, mit der Mitsprache von Bürgerinnen und Bürgern. Wir sehen immer noch das Trauma, Hitler sei demokratisch gewählt worden, was auch nicht geschichtlich und historisch auch nicht redet. Aber irgendwie noch, der liegt drin, dass man das Volk ja nicht darf über die Sache abstimmen. Die Kultur, die wir haben, von der direkten Demokratie, ist selbst der Deutschen fremd. Geschweige denn den Franzosen. Oder? Ich meine, der Napoleon Mega 200. Todesjahrestag von Napoleon I. Oder der ist in die Schweiz hineinmarschiert mit 75.000 Soldaten. Und der Gemeinde können jetzt dieser Schweiz ein zentralistisches System à la Paris aufzwingen. Er ist der Mensch so schlau gewesen, wie er jetzt gemerkt hat. Die Schweiz wird ein bisschen Luft gelassen. Aber ich glaube, das ist einfach das Problem. Wir sollten eigentlich eine wahnsinnig gute, dynamische Marketingabteilung haben für unser Land. Das wird einfach zu wenig gemacht. Oder? Die Leute können sich das nicht vorstellen, dass wir viermal im Jahr, wir gehen zum 13. Juni, glaube ich, über 6 Vorlagen abstimmen. Und zwar teilweise über komplexe Vorlagen. Das können sich... Ich weiß das aus meiner Verwandtschaft in Österreich, in Deutschland, die können sich das nicht vorstellen. Und dann noch zwingend abstimmen, oder? Wenn wir an der Urne Nein sagen zu einem Gesetz, dann ist es Nein. Es ist nicht eine konsultative Abstimmung. Also meistens, so, meistens, ja. Verständnis ist eine Verständnisfrage. Ja, meistens, richtig, das kommt noch dazu, das ist eine andere Diskussion. Mhm. Aber ich glaube, es fehlt einfach das Verständnis, oder? Mhm. Und dann kommt es auch darauf an, den Brief habe ich gelesen von diesen Leuten, die meinen es vielleicht nicht so ganz schlecht. Man muss wissen, der Austausch, der Handelsverkehr, der Grenzhandel, der funktioniert ja. Ich bin überzeugt, wenn man dort die Bevölkerung würde fragen, würde ich sagen, mir ist kein Problem, tut doch nicht so blöd da in Brüssel, Paris und Berlin mit der Schweiz. Oder? Es gibt ja kein Problem, wir brauchen uns ja aneinander. Oder? Aber wir können es einfach nicht zulassen, Solidaritätsgründen. Wir sind Gottes Namen nicht Mitglied von der EU, wir sind auch nicht Mitglied vom Binnenmarkt. Wir wollen den Zugang, können wir einfach nicht alles übernehmen. Wir können nicht die EU-Richter übernehmen, wir können die Gesetzgebung nicht einfach teil übernehmen. Das geht einfach nicht. Und das ist unsere Aufgabe, das zu erklären. Leider Gottes müssen wir das unseren Schweizerinnen und Schweizer selber sagen. In der Schule lernt man es auch nicht mehr richtig. Was ist die Geschichte von der Schweiz? Was war der Leitfaden? Und was ist direkte Demokratie und. Das muss man einfach dran schaffen. Ich bin aber optimistisch. Mhm. Ich könnte in meiner Mail, weißt du, in meiner Mailadresse, wo ich habe, einfach alle rausfiltern, die im Ausland wohnen, meine Freunde und so. Und dann könnte ich dann einfach ein Dreizeiler-Mail, ein bisschen stolz, mit Freude schicken. Hey Leute, wir können schon wieder abstimmen über die und die ja. Und die Themen. Liebe Grüße. Ich bin dankbar, in der Schweiz zu wohnen. Warum nicht? Oder? Machen. Das ist eine gute Idee. Das Anliegen, politisch mitzubestimmen, nebst den Wahlen, das ist weltweit, wird das von vielen Kräften gefordert. Mhm. In Deutschland wird es einfach die AfD fordert, aber dort, wenn die AfD ist gleich Nazi, oder? Da wird einfach die Diskussion mundtot gemacht. Und ich erinnere daran, vor 5 Jahren haben wir Mitglieder zusammengekommen mit der Frau Petri, sie war dann zumal Präsidentin von der AfD, die klar gefordert hat, mehr Schweiz für Deutschland. Wir wollen, dass der Bürger, die Bürgerin auch in Deutschland zu Sachfragen kann Stellung nehmen. Aber es wird alles mit Gewalt zu Boden gewalzt, oder? Weil das will man nicht von der politischen Elite her, von dem politischen Kartell. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr müsst auf der Website von uns die Rede von Frauke Petri, die sie dann vor 5 Jahren mitgebracht hat, da müsst ihr anschauen. Es ist irgendwie die viertfrischeste Newsmeldung. Und da kann man das PDF abklicken. Es ist eine lange Rede, aber sie ist sehr gut. Geht nach dir, durchlesen wieder mal. Ja. Und am liebsten würde man
allen Deutschen das Gleiche sagen, aber die hocken jetzt auch nicht unbedingt im Wortwechsel oder vielleicht schon, würde mich freuen. Werner, hast du noch irgendwie eine letzte Beobachtung so zum aktuellen Stand von Ja. Ich sehe ein paar Bilder. Ja, zum Schluss, es ist schon noch, was so abgeht in Europa. Ihr habt ja gehört, beim Ärmelkanal gibt es da die britischen Kroninseln, wo die Kronen gehören, Jersey und so. Ja, ganz kleine Inseln bei Nordfrankreich. Ja, kleine Inseln, sie sind relativ nah an Frankreich. Ja. Oder? Und jetzt haben französische Fischer jetzt bei uns kommen zu kurz. Sie haben zu wenig Lizenzen zu bekommen, für die britischen Gewässer zu fischen. Und jetzt hat die Frankreich offiziell auf Ministerebene droht, wir stellen den Strom ab, weil die Inseln werden über ein Seekabel von Frankreich her versorgt. Oder? Also erstens, da ist die Drohung, jetzt hat England jetzt zwei Patrouillen, bewaffnete Patrouillenboote geschickt, weil französische Fischer haben den Hafen blockiert, dass eine Fähre nicht auslaufen auf so einer Insel. Die Franzosen schicken auch zwei Patrouillenboote. Und wir haben mal gesehen, was da abläuft. Und die EU sind natürlich die Briten sind schuld, das ist ein Brexit-Abkommen, das nicht eingehalten wird. Und dann ist mir so das Bild in Sinn gekommen, die Seeschlacht am Kap Trafalgar. Trafalgar. Royal Navy gegen die französische Flotte. Und auf dem Bild, man sieht sie nicht, schwimmt im Wasser die französische Tricolore. Hab's noch ein bisschen näher her. Du, zeig mal. Noch ein bisschen näher. Ich sehe jetzt ein paar Sekunden. Das Bild, oder? Dass die Briten ja dort, also die Royal Navy hat dort ja einen gewaltigen Sieger errungen über die französische Flotte. Und es kommt mir immer so vor, Geschichte wiederholt sich immer wieder der Mechanismus. Klar ist das nicht Trafalgar, das ist mir schon klar. Aber es ist immer wieder so die Machtspiele und wer hat Recht und es geht um Interesse, jetzt geht es um Fischer und so. Also das Europa ist nicht so in einem sehr guten Zustand. Und das ist das Traurige an der EU, oder? Dass sie nicht umgehen kann jetzt mit dem Grossbritannien austreten ist. Sie kann nicht umgehen mit der Schweiz, wo halt ein freies, souveränes Land ist, direkt demokratisch. Das Schaden nimmt eigentlich nicht den Kontinent Europa im Ganzen. Das sind sie überhaupt nicht in der Lage, die Brüssel-Ideologen hier irgendwie eine Umgangsform zu finden, dass man Leute ernst nimmt auf gleicher Augenhöhe. Schade. Wir bleiben dran. Wir sind gespannt, wie jetzt das mit dem Rahmenvertrag, der doch noch nicht ganz tot ist, wie das weitergeht. Ich sage euch merci vielmals. Seid ihr dabei mit diesem Wortwechsel? Heute Abend, ab etwa 9 Uhr, könnt ihr die Aufzeichnung von diesem Wortwechsel schauen auf der Website von der AUNS. Und der nächste Wortwechsel, der wird am 20. Mai 17:30 Uhr wieder stattfinden. Auch einfach über die Website von AUNS seid ihr dabei. Ihr könnt schon jetzt mailen, irgendwelche Beobachtungen, Bemerkungen. Ihr könnt die Mails schicken an wortwechsel@auns.ch. Ja, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Es fängt schön hell und morgen wird es schön und am Wochenende wird es warm. Dann gehen wir auf die Terrasse der Gastwirte, gehen kühle Panache und Bier trinken. Ich freue mich schon. Auf Wiedersehen. Ade miteinander, gute Zeit. Ade.